Ja, Leute, willkommen zurück bei Let's Play The Last of Us. Wir schleichen hier mit Joel immer weiter. Warum hier so viele Bricks, also so viele Ziegelsteine und Dinger herumkugeln? Das ist nicht nur unlogisch, sondern es ist auch unnötig, weil ich meine, wozu, bitteschön, wozu? Ganz ehrlich. Hier ist noch was. Ja, hier sind noch einige gute Sachen. Hier haben wir letztes Mal schon alles aufgeräumt. Aber wirklich alles. Ah, hier sind auch noch Sachen. Na, Brick, das möchte ich ja nicht. Aber da hier, Lumpen. Sind wir jetzt schon wieder voll? Nein, aber wir können uns, Gott sei Dank, wir haben 2 Medikits in Reserve. Das lob ich mir. Das lobe ich mir wirklich. Hier draußen ist, glaube ich, nichts. Nein. Erstmal wieder ein bisschen lauschen. So, hier drinnen. Schere und Lumpen. Sehr gut. Lumpen sind immer gut. Die Frage ist, sind hier jetzt noch Typen? Oder haben wir das letzte Mal wirklich alles ausgeschaltet, was es hier gibt? Ne, das ist, glaube ich, der Gang, der ganz normale. Ja, und solange sie da herumfadelt, sollte es nichts Schlimmes sein. Also, was hier in der Nähe ist. Hey, hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Warte, lass mich das aufmachen. Alles klar. Sekunde, ich schaue mich aber hier nochmal ganz kurz um. Nein, hier ist nichts. So. Auf! So. Gut. Ellie. Hoch hier. Mal sehen, wo wir landen. Okay. Das wird ganz schön eng, aber... Na komm. Okay. Ja, und jetzt? So, Ellie, komm runter. Oh, Mist. Da muss ich hier hochhelfen. Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Mach bloß dein Verhalten! Ich versuch's. Schau mal, ob wir wirklich es schaffen. Hey. Wohin jetzt? Ja, hier wäre es schon sehr dunkel, ohne Taschenlampe. Gott sei Dank haben wir eine. Und Gott sei Dank funktioniert die noch, selbst nach diesem Sturz. Das ist wie ein Labyrinth. Exit. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht.
Das ist wie ein Notausgang, oder? Zum Tauchen und zum... So. Schneller schwimmen. Heiliger Bimbam. Scheiße. Nein, ich muss wieder... Dann jetzt also nach links! Nein, auch schlecht. Oder da lang? Ja, hier hinten, oder? Nein. Hier, schneller. Da drüben. Ich muss irgendwie das Tor umgehen. Ja, na wie? Wie können wir das umgehen? Hier. Na, da hinten ist, glaube ich, was, aber ob es auch so wirklich weitergeht, das wage ich ja fast zu bezweifeln. Oh, hier ist gut was. Messer können wir gar nicht mehr tragen. Na, und hier ist aber auch nichts. Oder will Joel durchs Lüftungsschächtel? Kann ich aber auch kaum glauben. Wie willst du das Tor umgehen, Joel? Hm. Natürlich, na, aufmachen. Ah, das hier. High Voltage, ja. Ah, hier. Da hoch. Da hoch. Da brauchen wir dafür wahrscheinlich noch irgendetwas. West. Ah, da könnte es vielleicht eh hochgehen. Wenn Joel da endlich mal hochgehen würde. Na, okay. Ist scheinbar nicht die beste Idee. Oder hier irgendwo. Nein. Das wäre spontan das Einzige, was mir so gut einfallen würde. Genau hier. Schwimmen unter Wasser bis zum nächsten Gebiet. Das ist ziemlich unangenehm. Verdammt, Sporen. Hm.
Also nach dem Motto, wo Sporen sind. Oh Mist! Sind hier auch Klicker? Das wäre sehr, sehr, sehr beschissen. Zu einem Wasserlevel. Wasser plus Monster. Ist prinzipiell eine schlechte Kombo. Okay, ich brunz mich gleich an, kann ich so viel schon sagen. So ganz ehrlich, jetzt klicke. Ich glaube, ich würde sterben. Okay. Boah. Das wäre sehr arschlochmäßig gewesen, wenn da jetzt Klicker gekommen wären. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber ich versichere euch, ich schwitze am ganzen Körper. Ganz ehrlich, an Stellen, wo man normalerweise nicht schwitzen kann. Puh. Schrotflinte. Ich möchte ehrlich gesagt nicht runter wieder. Ich möchte viel lieber hoch. Also, ne. Das war echt. Heiliger Bimbam. Boah. Ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwo ein Klicker mir entgegenspringt, dann könnt ihr euch einen neuen Let's Player suchen, weil dann kriege ich einen Herzinfarkt. Nein, danke. Hier etwa? Tatsache. Ich bin irgendwie... Jetzt, wenn kein Klicker kommt... Schlüsselkarte. Ganz ehrlich. Ich glaube, die Entwickler glauben, ich bin lebensmüde. Thank you.
Heilige. Mutter. Na, solange das keine Klicker sind, gehen sie ja. Alles nur keine Klicker. Wenn hier Klicker auftauchen, dann ist echt Polen offen. Na gut, aber prinzipiell, wenn es keine Klicker sind, können sie mich eh nicht töten auf dem ersten Schlag. Wenn sie mich nicht auf dem ersten Schlag töten können, sind sie nicht so schlimm, oder? Mutter Maria. Halt, ich will hier noch zum Religionslehrer. Boah. Gerade echt, ich habe keine Ahnung, wie lang der Part schon geht. Mir ist jede Sekunde jetzt eigentlich noch zu lang. So. Boah, ich weiß es echt nicht. Ich glaube, der Part geht erst zu 5. Na, vielleicht 15, 10, 15 Minuten. Boah. Ganz ehrlich, ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen. Ich schwitze hier. Es ist mitten in der Nacht. Ich bin völlig. Oh, eine Schlüsselkarte. Hotelschlüsselkarte. Ich werde wahnsinnig. Karte zur Sicherheitstür. Wie gesagt. So, wenn ich jetzt nie wieder in meinem Leben einen von diesen Viechern, die ich gerade gekillt habe, sehen muss. Nein. So. Du. Alter, das ist diese dritte Form von Viechern, von der ich gehört habe. Also kurz vorm Klicker, aber nach einem ganz normalen Infizierten. Ach Gott. Scheiß Teil. Jetzt aber. Gott, scheiß Teil. Oh Mist. Ja, und jetzt? Sollen wir das jetzt einfach ewig? Scheißteil. Mist. Das ist echt ziemlicher Mist. Aber ich würde sagen, ob wir hier jemals rauskommen,
Das sehen wir beim nächsten Mal. Es tut mir leid, wenn diese Folge kürzer ist als normal, als gewohnt, aber ganz ehrlich, dafür war sie echt ein hammerharter Brocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei... ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen. Bis nächsten Montag ist das hier die letzte Folge Let's Play The Last of Us, weil ich auf Urlaub bin. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Dafür geht's nachher direkt hier an dieser spannenden Stelle weiter. Ich weiß, ich bin Arsch, dass ich euch jetzt hier raustrete für, ich glaube, es sind jetzt 4 Tage oder so. Aber ich sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Last of Us. Tschüss.